Hallo und guten Abend. Heute ist die Siebenkämpferin Lilly Schwarzkopf mein Gast. Eine tolle Leichtathletin und eine beinharte Kämpferin. 2012 holte sie in London die Silbermedaille. Dann erlitt sie eine schwere Sportverletzung und nach einer Zwangspause hatte sie jetzt ein sensationelles Comeback bei den Europameisterschaften in Zürich. Sie holte den 5. Platz und nicht nur die Leichtathletikgemeinschaft Hannover, für die sie startet, ist sehr stolz auf diese Athletin. Schön, dass Sie da sind, Frau Schwarzkopf. Vielen Dank. Nochmal Kompliment und Gratulation. Sind Sie denn jetzt so richtig rundum mit sich zufrieden? Ja, als Athletin bin ich natürlich noch nicht ganz zufrieden, weil ich doch auch die Chance gehabt habe, nach einer Medaille zu greifen. Die war ja nicht unnahbar und da muss ich auch leider jetzt auch einsehen, dass die Kräfte noch nicht dafür gereicht haben. Ich habe innerhalb von 10 Wochen 3 Siebenkämpfe hinter mir und das hat doch auch ein bisschen an den Kräften gezogen. Ja, der intensivste natürlich zum Schluss, internationalen Meisterschaften, darauf bereitet man sich vor. Das hat natürlich auch an den Kräften gezogen. Aber nichtsdestotrotz bin ich durchaus zufrieden, dass ich überhaupt wieder auf der Bahn stehen konnte nach 2 Jahren. Das war nicht ganz so vorhersehbar und ja, das war wieder ein tolles Gefühl. Nicht nur Sie sind stolz auf diese Leistung, sondern auch Ihr Vater Reinhold, der trainiert Sie nämlich. Wie wichtig ist Ihr Vater als Trainer und Berater so in Ihrem Sportlerleben? Ja, mein Papa ist natürlich eine ganz zentrale Figur, nicht nur als Papa, sondern auch als Trainer. Der hat mich quasi hochgezogen. Die Erfolge, die ich in meiner Laufbahn so gesehen errungen habe, sind sein Mittun, also sein Erfolg. Der hat mich von klein auf hochgezogen und dementsprechend haben wir alles, was ich erlebt habe, hat er auch erlebt. Und gerade so in den letzten 2 Jahren war schon die Arbeit auch sehr intensiv. Natürlich zur Medaille hin, das war natürlich das absolute Highlight. Und dann nach der Medaille natürlich auch ein ganz schwerer Tiefpunkt. Der war für mich da. Als Physiotherapeut hat er mich auch natürlich begleiten können, gerade so in der letzten Phase, wo es dann mit dem Fuß doch ein bisschen schwieriger war. Er hat auch als Physiotherapeut die notwendige Arbeit geleistet, dass ich wieder auf der Bahn stehe. Und ja, Sie an, wir stehen wieder. Haben Sie manchmal so Tiefpunkte gehabt, dass Sie gezweifelt haben, ob Sie überhaupt jemals wieder auf der Bahn stehen werden in dieser Zeit? Natürlich. Also beziehungsweise nach der Verletzung war das halt immer so ein Hin und Her, so ein Hakeln. Beziehungsweise die Prognosen von den Ärzten, ja, die waren natürlich auch sehr diplomatisch. Mhm. Aber ich wollte meinem Fuß einfach die Zeit geben. Abwarten und dann die notwendige Arbeit machen. Das ist ja, als würdest du dich auf eine Medaille vorbereiten. Dementsprechend muss das auch wieder aufgearbeitet werden. Natürlich habe ich einen neuen Fuß bekommen, beziehungsweise neue Biomechanik. Die Sensorik musste komplett neu neu sich finden. Ja. Die Muskulatur musste neu reingearbeitet werden. Das ist natürlich dann schon noch ein bisschen was anderes. Und dann wieder ganz normal laufen zu können. Man sagt ja so, die Zehnkämpfer sind die Könige der Leichtathletik und die Siebenkämpferinnen sind die Königinnen der Leichtathletik. Sie haben da so eine ganz schwierige Sparte sich ausgesucht. Was hat Sie daran gereizt, ausgerechnet in dieses schwierigste Feld der Leichtathletik einzusteigen? Ja, ich hätte es mir natürlich einfach auch ein bisschen leichter machen können. Siebenkämpfer ist wirklich eine der mit der härtesten Disziplin überhaupt. Entscheidend ist ja wirklich, über 2 Tage Höchstleistungen zu bringen. Aber wenn man, ja, als Dötzkes, mit 14 habe ich angefangen. da wollte ich einfach nur Spaß haben bei der Bewegung. Und gerade auch Siebenkampf war ja so ziemlich vielseitig. Man wurde auf vielen Ebenen gefördert und das hat mir eigentlich auch Spaß gemacht. Und schlussendlich ist es dann auch die Disziplin geblieben. Ich hätte ja auch nie gedacht, dass mein Talent eigentlich für Weltklasse-Niveau reichen würde. Und ja, Hartnäckigkeit, man bleibt so dabei, man entwickelt dann auch so ein bisschen Biss und dann möchte man auch schauen, wie es halt von der Weltmeisterschaft oder Juniorenweltmeisterschaft dann zur Europameisterschaft der Erwachsenen und dann Weltmeisterschaft. Also man möchte immer ein bisschen weiterentwickeln, genau, und gucken, wie es da abgeht. Und ja, dann bleibt man irgendwann schließlich dabei und
Ja, aber ich hätte nie gedacht, dass ich dann dabei bleiben könnte. Oder beziehungsweise, ja, der Siebenkampf. Also mit einer Disziplin wäre es durchaus leichter. Frau Schwarzkopf, nicht alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind sportlich so richtig informiert, sage ich mal. Was gehört denn einfach alles zum Siebenkampf? Und vielleicht sagen Sie gleich mal Ihre persönliche Bestzeit in diesen sieben Sparten dazu. Ja. Geht das? Ja. Ja, ich denke, das würde ich noch hinkriegen. Ja, also es geht los mit 100 Meter Hürden, also 84 Zentimeter, 10 Hürden innerhalb von 100 Metern. Meine Bestleistung bin ich in London gelaufen mit 13,26. Die meisten haben ja so eine ungefähre Vorstellung, was sie über 100 Meter laufen können. Da geht es auch schon um 13 Sekunden, grob, plus, minus. Also, naja, gut. Also bei den Mehrkämpferinnen mit der Zeit habe ich schon zu den Schnelleren gehört. Dann als zweite Disziplin ist Hochsprung. Ja, da bin ich in Zürich Bestleistung gesprungen. Ja, das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Da hat man auch wieder gemerkt, okay, für diesen Augenblick, für diesen Moment steht man wieder da und nimmt das harte Training auf sich, weil das einfach so ein ganz tolles Gefühl ist. Und ja, dieser Rausch, ja, diese Adrenalin und dass man das dann halt wieder so, ja, absolut diesen Höhenflug dann haben kann. Und 1,88 im dritten Versuch habe ich auch ganz knapp gerissen. Ja, das war natürlich schon schade, aber das wäre an Aber dem ist Tag, schon glaube eine ich, schon ein gewaltige bisschen. Höhe Ja, für den ich bin Normalsterblichen. 1,74 hoch und 1,85 natürlich schon ein bisschen über meine Körperhöhe. Und Schön. ja, mit der Leistung bin ich dann jetzt in diesem Jahr Dritte in den Einzeldisziplinen bei den Spezialisten. Das ist okay. Also, ich denke, das ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber ist ja schon okay. Und dann Kugelstoßen als dritte Disziplin. Ja, da muss man natürlich ein Kraftdampf. bisschen Kräfte mitbringen, aber entscheidend ist, dass wirklich dann auch die Arbeit aus den Beinen kommt. Und da schaffe ich das nicht ganz so weit. Ja, so 14 Meter, da bin ich froh, wenn die nach 14 Meter landet. Ich bin knapp Bestleistung in die 15 Meter, aber das ist noch ausbaufähig. Aber da fehlen meistens so ein bisschen die Kräfte. Ja, und die letzte Disziplin am ersten Tag sind 200 Meter. 200 Meter, ja, Sprint ist ja vielleicht nicht ganz so meine Lieblingsdisziplin, weil ich da nicht so die begnadeten Füße dafür habe, beziehungsweise die Anatomie meiner Füße. Ja, zum Sprinter wird man geboren. Und diese Schnellkraft, die muss man natürlich darüber entwickeln, aber so im Mehrkampf, da muss man abwägen, wo die Stärken und die Schwächen liegen. Und dementsprechend habe ich da so eine Disziplin, die ja vielleicht noch nicht, noch ausbaufähig ist. Ja, Sie trainieren. Genau. Ja. Dann was? So, der Frosch im Hals ist weg. Ja, der zweite Tag, der startet mit Weitsprung. Da muss man wieder flotte Beine haben. Die Nacht ist meistens doch sehr, sehr kurz, bis man wieder ein bisschen runterkommt, bis der Adrenalinspiegel so ein bisschen absinkt. Und ja, das ist schon eine Kunst. Wie weit springen Sie denn? Ja, über 6 Meter. Oh, das ist ja Wahnsinn. Ja. Ja, wenn man das so im Wohnzimmer Ist abzählt. das eine ganz schöne Strecke, Ja, ja. das ist schon, sag mal, okay. Aber also, ja, ich glaube, also, wenn man vorne mitmischen möchte, muss man unbedingt über 6 Meter springen. Bislang ist mir nur 6,30 Meter als Bestleistung gelungen, aber ich denke, da kann man auch noch einiges machen. Ja, und dann kommt eigentlich auch mit meine absolute Lieblingsdisziplin, Speerwurf, als sechste Disziplin. Und ja, da habe ich so weithin über 50 Meter. Das macht schon Spaß, wenn man den, ja, wenn man den Speer trifft und wenn er zusieht, dass er segelt und dass er dann noch schön lange gleitet. Also ist schon schön. Also doch, das ist so meine persönliche, glaube ich, meine bessere Disziplin. Ja, und dann hat er sechs Disziplinen. Da muss man alle Beine, die man noch hat, in die Arme nehmen und dann über 800 Meter sich dann
Strecken. Und das war so ein ganz klein wenig der Punkt, wo Sie gesagt haben, da hätte ich noch ein bisschen mehr nachlegen können oder müssen. Sie sind sehr schnell angegangen, diesen 800-Meter-Lauf bei der Europameisterschaft. Und dann ja, war irgendwie also, die Puste nicht mehr so sagen ganz so, da. Die Bedingungen in Zürich, die waren nicht ganz optimal. Es waren so 12, 14 Grad. Ist natürlich schon kalt für die Muskulatur, ja. Die ist ja sehr empfindlich. Und dadurch, dass ich halt letztes Jahr wirklich Verletzungspause gemacht habe, beziehungsweise nicht ganz so auf dem Niveau trainieren können, habe ich natürlich da das meiste, also sagen wir mal, die meiste Entwicklung noch nicht gehabt, beziehungsweise muss ich jetzt noch ein bisschen was nachlegen. Mhm. Und 800 Meter, ich bin von den Durchgangszeiten eigentlich recht gut angegangen, aber die 200 Meter zum Schluss, die haben natürlich dann gefehlt. Ja, das Problem war, normalerweise hat man beziehungsweise auch Athletinnen, die vorlaufen, ja. die ein bisschen einen ziehen. Das war jetzt diesmal nicht. Die wollten alle nicht laufen und haben sich ziehen lassen. Aber mir fehlt einfach noch diese Härte, diese Laufhärte, die man sich halt über Jahre wieder antrainieren muss, um dann auch bei der letzten Disziplin durchziehen zu können. Aber wir wollen jetzt Ihre Leistung nicht mildern. Das ist so ein kleines bisschen, wo Sie noch nacharbeiten wollen. Wie ist das eigentlich, zwei Wettkampftage? Wie schläft man da zwischen den beiden Tagen? Ist man da aufgeregt? Kann man sich da entspannen? Oder ist das doch eine sehr unruhige Nacht inzwischen in beiden Wettkampftagen? Ja, man ist eigentlich auch vorher schon aufgeregt. Und zwischen dem ersten und zweiten Tag ist der Adrenalinspiegel einfach sehr hoch. Weil meistens die 200 Meter sehr spät erst am Abend gestartet werden und dementsprechend braucht man ein paar Stunden, bis man ruhig runterkommt und dementsprechend ist auch, man schläft dann nicht so tief. Mhm. Ja, und am zweiten Tag muss man dann gucken, dass man relativ vernünftig, vernünftig kann man es auch nicht bezeichnen, einen frischen Kopf hat und vor allem auch die Beine, weil für einen Weitsprung ist natürlich auch wieder schnelle, flotte Beine sind wichtig und da muss man auch ein bisschen wieder zügig reinlaufen, um dann abspringen zu können. Mhm. Ja. Wie für 7 Sportarten, wie viel trainieren Sie da eigentlich so? Ja, schon ordentlich. Die Frage versuche ich eigentlich nicht zu beantworten, weil es dann wirklich sehr, sehr viel ist. Mehrkämpfer sind die Ersten und die Letzten, die Ersten im Stadion, die kommen und die Letzten, die gehen. Wenn du eine Disziplin oder wenn du ein bisschen platt bist nach der einen Disziplin, gehen die anderen meistens schon nach Hause, die normalen Disziplinen, und du gehst dann zur nächsten Disziplin, weil du ja noch ein bisschen was zu trainieren hast. Ja, das ist klar. Von daher, also die Umfänge und Intensivitäten sind schon sehr hoch. Sie starten für die Leichtathletikgemeinschaft Hannover. Sie sind erst seit diesem Jahr bei der Leichtathletikgemeinschaft Hannover. Wir haben da ein nettes Foto, das zeigt Sie mit dem Peter Hampe von der Leichtathletikgemeinschaft Hannover, mit der Präsidentin des städtischen Sportbundes, so Rita Gierschikowski, und mit Reinhard Rabe, dem Direktor des Landessportbundes. Wie sind Sie nach Hannover gekommen? Ja, es ist so, man braucht gute Bedingungen im professionellen Bereich. Und entscheidend ist, dass die Rahmenbedingungen im Training, im medizinischen Bereich und auch die Rückenstütze eigentlich vorhanden sein muss, um auch einfach gute Leistungen zu bringen. Man stützt sich einfach ins Training und es ist ungeheuer wichtig, dass der Rückhalt hinter der Athletin also extrem gut ist. Mhm. Dementsprechend die Förderung fällt meistens doch leider mit der Verletzung. Und so war es bei mir dann auch so, dass ich nach 2012, nach 2013 mir einen neuen Verein suchen musste. Mhm. In Hannover habe ich den Verein gefunden. Ich bin sehr, sehr froh, dass mir nochmal die Chance gegeben wurde, nochmal im Stadion zu stehen. Die Hannoveraner freuen sich auch, dass sie da sind. Wir sprechen später nochmal über diese Fördermöglichkeiten. Gerade die Leichtathleten arbeiten ja sehr hart, aber haben nicht wie die Fußballer irgendwie große Einkünfte. Aber das stellen wir mal hinten an, denn wir wollen ja erstmal noch mehr über Sie erfahren. Ich habe da so ein kleines Fragespiel vorbereitet, was immer zu unserer Sendung gehört. Genau. Vielleicht ergänzen Sie mal ein paar Sätze. Mein größtes Vorbild ist... Ich habe eigentlich keine Vorbilder. Ich lasse mich sehr gerne aus meinem Umfeld inspirieren. Und
Ich denke, ja, die Inspiration, ja, die ein oder anderen Fähigkeiten nehme ich mir schon ganz gerne an, ja. Okay, mein Lebensmotto lautet? Oh, also nimm mal so meine Lieblingsfragen. Ich habe eigentlich auch kein Lebensmotto. Ich denke, es gibt zu jeder Situation ein passendes Motto. Ich für mich oder für mein Leben habe noch keins gefunden. Meine beste Eigenschaft ist? Ich denke, es sind einige. Oder ich hoffe, das sind einige. Aber ich glaube, das können auch aus meinem Umfeld die Personen besser beurteilen. Ich denke, so Ehrgeiz gehört doch vielleicht zu den einigen Stärken, die mich dann auch doch auszeichnen. Nicht aufgeben, das hat man ja jetzt gesehen in Ihrer sportlichen Situation. Ne? Ja, einfach weiterentwickeln und gucken, was dann wirklich dabei rauskommen kann. Meine größte Schwäche ist es? Ich glaube, davon habe ich mehr als genug. Aber ich glaube, so ein kurzer Mittagsschlaf. Ah, schön. Eine Niederlage bedeutet für mich? Ja, auf die Nase zu fallen, sich weh zu tun, aber dann gestärkt aufzustehen. Ich kann absolut nicht ausstehen, wenn? Wenn jemand unehrlich ist. Zu einem schönen Abend gehört für mich? Freunde, Familie und ein schönes Abendbrot. Urlaub mache ich am liebsten? Wo es warm ist. Ich könnte nicht leben ohne. Das ist so eine philosophische Frage. Wahrscheinlich ist es der Sport. Liebe Luft oder? Und ja. Liebe in diesem Luft Fall, und genau. Auch der Sport. Ja. Ja. Ihr Weg ist ja angefüllt mit ganz vielen sportlichen Erfolgen. Aber wie fing das eigentlich an? Sie sind als Kind nach Deutschland gekommen. Ich nehme an, Deutschland ist längst für Sie und Ihre Familie die Heimat geworden. Ja, definitiv. Wir sind seit 24 Jahren in Deutschland. Ich bin zwar in Kirgisien geboren. Aber ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich wurde eingeschult und entscheidend ist einfach, dass meine Eltern deutschstämmig waren. Die haben in der Schule erst Russisch gelernt, wurden dort leider auch als Faschisten beschimpft und unter Bundeskanzler Kohl sind wir dann nach Deutschland gekommen. Und ja, eigentlich, ich bin seitdem eigentlich auch nie wieder in Kirgisien gewesen. Aber ich denke, in Deutschland habe ich eine tolle Heimat gefunden. Ihr Vater ist ja auch Zehnkämpfer, aber Ihre ersten sportlichen Leistungen haben Sie als Tanzmariechen vollbracht. Es gibt da nette Fotos. Ja. Wie war das als Tanzmariechen? Wie kamen Sie dazu? Es war natürlich schon schön. Ja, als Kind und ja, so in dem Alter, Kostüme, Musik, Schminke, ja, mit einer Gruppe unterwegs zu sein, ist natürlich schon schön. Zu turnen, das habe ich ja so geliebt und mich einfach zu bewegen zur Musik, hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Also dementsprechend so Karneval und ja, es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Ja. Macht es Ihnen heute noch Spaß, der Karneval? Nein, leider. Also beziehungsweise ich habe dazu keine Verbindung mehr oder nicht mehr so stark, weil einfach das Training nicht mehr so viel zulässt. Wie alt waren Sie denn, als Sie die Liebe zur Leichtathletik dann so richtig gepackt hat? Ja, ich... beziehungsweise die Anfänge waren eigentlich auch immer so zwischendurch. Ich werde vom Papa trainiert und der war eigentlich schon immer Trainer, seitdem ich ihn kannte. Ja. ja, das eine ist, dass ich erst mit 14 angefangen habe. Ich wollte einen Hochsprungwettbewerb in der Schule gewinnen. Dann hieß es, ja, kannst du mal mitfahren und gucken, wie das passt. Natürlich wollte ich dann gewinnen. Dementsprechend wollte ich auch ein bisschen dafür trainieren, was tun. Und ja, dann bin ich dabei geblieben. Und ja, es hieß dann so, ja, entweder kommst du jetzt zum Training mit oder wenn du einmal wegbleibst, dann war es das. Ne? Also wie so eine Art kleine Erpressung. Aber es hat schon viel Spaß gemacht. Klar, anfangs war es schon ziemlich anstrengend und die Seitenstiche kamen schon nach 50 Metern. Ja, das ist so eine, ja, leichtlich ist so eine Disziplin, bei der man immer ständig dranbleiben muss, damit es auch Spaß macht. Ja. Zu jeder erfolgreichen Frau gehört ja auch ein kluger Mann. Meistens geht das Sprichwort umgekehrt. Wie ist das bei Ihnen? Sie sind erst seit einem Jahr verheiratet. Erzählen Sie doch mal, wo haben Sie Ihren Mann kennengelernt und unterstützt er Ihre sportlichen Aktivitäten? Ja, es ist in der Tat so, wir haben uns im Stadion kennengelernt. Wie denn auch anders? Damals waren wir noch Zehnkämpfer. 2004 war das. Wir haben zusammen bis 2008 trainiert. Dann hat er sich eher dem Studium gewidmet. Jetzt momentan promoviert er an der Universität Paderborn im Bereich Maschinenbau. Ja, und er ist vernünftig geworden.
Ja, also Sport macht er noch nebenbei und insofern weiß er schon ganz genau, wie es mir geht vor dem Wettkampf, wie es mir nach dem Wettkampf geht. Und ja, 2012 unter anderem war ich auch 5 Monate unterwegs und das muss man auch akzeptieren. Und wenn, ja, wenn du halt im Vorfeld nicht dieses sportliche Wissen oder Verständnis hast, dann ist es natürlich auch schwierig, eine Beziehung aufzubauen. Sie haben, wenn ich das richtig sehe, geheiratet, als Sie gerade diese schwere Verletzungspause hatte. War das ein besonderes, sagen wir mal, Bestätigungsereignis für Sie, dass gerade in dieser schwierigen Zeit Sie sich zur Hochzeit entschlossen haben, hatte? Also die Bestätigung war auch schon vorher da. Ich denke, das ist jetzt nicht das Ereignis oder die Folge eines Ereignisses gewesen, sondern ja, durchaus hatten wir ein Jahr, in dem wir das auch durchaus das private Leben ein bisschen mehr genossen haben, wo das auch private Leben einfach im Vordergrund stand. Und es war natürlich ein schönes Ereignis, privat im privaten Bereich. Da gab es leider vorher auch keine, ja, nicht die Zeit dazu, dass man sich auch ja, ein bisschen entspannt und dass man das auch wirklich genießen kann. Ich habe es getan und ja, schön. Das ist schon natürlich auch ein ganz besonderes Ereignis. Ich habe mal so ein paar wichtige Stationen Ihrer Karriere, 2004 Deutsche Meisterin, 2006 Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in Göteborg, dann als Höhepunkt natürlich die Silbermedaille in London. Gab es nie so Krisen, Zweifel, Ermüdungserscheinungen, dass Sie sagen, nee, dieser Sport ist mir doch zu anstrengend? Ja, doch, also diese Tiefpunkte gab es durchaus. Es gab immer wieder durch verletzungsbedingte Ausfälle oder nicht ganz die Höhepunkte, die, oder sagen wir mal, Leistung, die man hätte erreichen können. 2009 bin ich bei den Weltmeisterschaften im eigenen Land in Berlin, muss ich aussteigen. Das war der erste Wettkampf, den ich nicht beenden konnte. War schon natürlich hart. Und 2010 habe ich dann gesagt, okay, ich brauche mal ein bisschen Pause. Da habe ich auch mein Studium eher mehr verfolgt. Ja. Das war auch so der schwierige Punkt. Und dann Sie haben Sport studiert? Ich habe Sportwissenschaften studiert, genau, in Paderborn. Und das war auch schon so ein wichtiger Ausgangspunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt Kräfte sammeln. Das war auch nicht ganz so einfach mit der weiteren Förderung, weil die meisten gedacht haben, ich will jetzt nicht mehr, ich will jetzt aufhören. Aber wenn man über die Zeit hin wirklich Sport auf dem hohen Niveau macht, auf dem höchsten Niveau und gerade auch im Siebenkampf, dann verlangt man auch sehr viel dem Körper ab. Und ja, also das geht auch in die Substanz. Und gerade so im jungen Bereich möchte man sich auch in anderen Bereichen oder so in verschiedenen Bereichen so ein bisschen einfühlen. Das erlaubt das Training leider nicht ganz. Nach 2010 habe ich gesagt, ich möchte nochmal angreifen. Und ja. Aber das war ja eine richtige Zitterpartie mit der Silbermedaille in London. Sie sollten sie erst gar nicht kriegen wegen eines Irrtums, genau, oder? Genau. Erzählen Sie doch mal, was war da los? Ja, für die Spannung haben die Schiedsrichterin gesorgt oder Schiedsrichter. Also für mich wäre mehr als genug Spannung gewesen, hätte ich eine Medaille gewonnen. Aber das Drama, das die Schiedsrichterin gesehen hat, angeblich, dass ich auf eine Linie getreten bin beim 800 Meter, was ich eigentlich gar nicht bin, der hat mich mit der russischen Siebenkämpferin verwechselt. Ist mir natürlich zum Verhängnis geworden, aber ich bin es nicht gewesen. Gott sei Dank leben wir im 21. Jahrhundert und ja, die Videoaufnahmen haben gezeigt, dass ich das nicht gewesen bin. Es hat natürlich ein bisschen länger gedauert, bis das, ja, diese Konfusität aufgelöst wurde. Ja, aber ja, natürlich mehr oder schwer geschwitzt gerade noch, nach zwei wirklich starken, anstrengenden Tagen. Hat das auch an den Nerven gezerrt. Ja. Wir haben jetzt so viel aus Ihrem spannenden, aber auch anstrengenden Sportlerleben erfahren. Da möchte ich doch jetzt wirklich mal wissen, gucken Sie manchmal ein bisschen neidisch zu den Fußballspielern, die mit ihrem Sport Millionen einnehmen, wenn sie Spitzensportler sind, während die Leichtathleten zwar kämpfen, aber nicht reich werden bei ihrem Sport? Ja, also so neidisch bin ich auf die Fußballer nicht, höchstens auf deren Rahmenbedingungen. Das muss man schon so sehen, weil die Professionalität gerade auch im Fußball schon tolle Strukturen aufgebaut hat. Gerade auch in dem Bereich, wo man auch Leistungen bringt, kann man auch gefördert werden. Und ich glaube auch schon, dass ich auf meinem Niveau gewiss gute Strukturen hätte. Ja. Also Rahmenbedingungen, wo es sich auch lohnt, wirklich auch
dann den Sport auszuführen. Ja. Sie sind ja Sportsoldatin, das heißt, so, Sie haben eine gewisse Lebensgrundlage durch die Bundeswehr und es gibt diverse Fördermöglichkeiten dazu. Aber das geht immer nur so lange, wie man auch die Leistung bringt, oder? So schaut es aus, ja. Bringt man die Leistung, ist man auch in der Lage dazu, die Leistung zu bringen, wird man gefördert. Ja. Aber das ist ja trotzdem, das ist bei weitem nicht oder hat nicht den Ausmaß, dass man für nachher sich ja so ein bisschen auch als Polster sich was anlegen kann. Mhm. Entscheidend ist, dass man auch zusehen muss, dass man auch eine weitere Ausbildung hat, was man auch nach dem Sport machen kann. Üben Sie einen Beruf als Sportwissenschaftlerin irgendwie aus oder erst kommt das später noch? Momentan kann ich das nicht, weil die zwei Trainingseinheiten, drei Stunden, doch ein bisschen aufwendiger sind, auch nicht ganz so viel Kräfte zulassen. Aber Sport Sie ist absehbar. Ja. Irgendwann mal werde ich auch in den normalen Alltag eintreten und dann werde ich mich mit einem so Geld verdienen. Im Moment sind Sie ja ganz eingebettet in den hannoverschen Sport. Sie wurden vor ein paar Tagen noch mal geehrt vom Leichtathletikverband und von der Leichtathletikgemeinschaft. Sind Sie denn, sagen wir mal, innerlich sportlich jetzt so richtig in Hannover angekommen? Ja, ich bin froh, dass ich aufgenommen wurde. Wie ich auch schon vorhin gesagt habe, dass mir nochmal die Chance gegeben wurde, weil meine anderen Vereine nach der Verletzung doch nicht an mich geglaubt haben. Ich denke schon, dass ich noch was machen kann, wenn die Förderung auch weiter stimmt. Ich würde gerne bis Rio weitermachen, aber entscheidend ist, dass der Rückhalt, wie ich das eben gesagt habe, auch mit der Finanzierung, dass ich mein Trainer mitfinanzieren muss, wenn der gegeben ist. Dann denke ich doch, dass ich dann das Beste bleibt zum Schluss und vielleicht bleibe ich auch in Hannover. So ja, schön. Schauen wir doch mal in die Zukunft. Was sind so Ihre nächsten sportlichen Ziele? Ja, es wäre natürlich schon schön, wenn ich nochmal in Rio mit dabei wäre, Olympischen Spiele. Das ist so. Das ist so das Traumziel. Natürlich, natürlich. Also ich denke, Weltmeisterschaft. Europameisterschaft, das ist schon schön, aber Olympische Spiele, das ist einfach noch eine Dimension größer. Und in London war das natürlich schon sehr gigantisch und das möchte man, wenn man es könnte, wenn man vorhersehen kann, aber das kann man leider nicht. Ja. Aber ich denke, ich weiß schon sehr gut, wie man sich darauf vorbereiten kann, was man dafür leisten muss. Ich bin auch bereit zu arbeiten, das ist für mich nicht so die Schwierigkeiten scheinen, sind wirklich dann die Rahmenbedingungen. Wenn ich die nochmal finden könnte, dann würde ich mich natürlich dafür entscheiden. Und was bedeutet dieser Vorsatz, nochmal eine Olympiade für Ihr Leben? Noch mehr trainieren, als Sie es jetzt schon tun? Oder wie wirkt sich das praktisch aus in Ihrem Leben? Naja, die Erfahrung, die man gesammelt hat, nochmal effizient in die Qualität umzuführen, dass man den Körper nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert, dass man so Gratwanderung vornimmt, um dann das Beste dafür zu tun, um bestmöglich vorbereitet zu sein, um in Rio in einer sehr guten Form anzutreten. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass alles klappt, was Sie sich vorgenommen haben. Wir werden ganz bestimmt noch viel von der Siebenkämpferin Lilly Schwarzkopf hören. Danke, dass Sie da waren. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.